Dämonisierung, Stigmatisierung, Vertreibung. Im Laufe von 5 Jahrhunderten hat die Judenfeindlichkeit auf 3 Kontinenten eine neue Dimension erreicht. Vorurteile, Ideologien, Verachtung. Das war im 17. und 18. Jahrhundert tief verankert und kam bereits zur Zeit der Kreuzzüge auf, als die Ritualmordlegende wieder auflebte. All das war aber plötzlich vergessen. Im Zuge der Französischen Revolution erhalten die Juden des Landes erstmals alle Bürgerrechte. Die freiheitlichen Ideen aus Frankreich verbreiten sich in ganz Europa. Doch in einer von großen Veränderungen geprägten Zeit entstehen schon bald neue Formen des Antisemitismus. Dieses Mal sind sie rassistisch und politisch motiviert. Antisemitismus tritt auf in Gesellschaften in der Krise oder im Wandel. Die Französische Revolution läutet die Emanzipation der Juden ein. Den Christen gleichgestellt haben sie nun Zugang zu Universitäten und zu Berufen, die ihnen vorher verwehrt waren. Überall auf der Welt gewähren mit Frankreich verbundene Länder den Juden die Gleichberechtigung. Kanada zum Beispiel oder das Osmanische Reich. Auch in den meisten europäischen Staaten setzt sich die jüdische Emanzipation durch, angefangen bei den Niederlanden, dem Königreich Preußen und Großbritannien. Das Ende von Diskriminierung und Verschwörungsmythen ist zum Greifen nah. Die industrielle Revolution markiert den Übergang zur Neuzeit. England nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein, mit dem Kohlebergbau, der Erfindung der Dampfmaschine, der Eisenbahn. Es ist eine Welt voller Möglichkeiten, in der bestehende Strukturen aufgebrochen und Vermögen angehäuft werden. Die Gesellschaft durchläuft einen tiefgreifenden Wandel. In den Städten entsteht eine Arbeiterklasse mit miserablen Lebensbedingungen. Mitte des 19. Jahrhunderts nimmt die Judenfeindlichkeit neue Formen an. Sie passt sich der Zeit und ihren Veränderungen an. Die soziale Funktion des Antisemitismus bestand darin, den Juden die Verantwortung für die Ausbeutung der Arbeiter zuzuschieben. Das war eine einfache Möglichkeit, ein Feindbild zu definieren und zu verbreiten. Es gab Begegnungen, die den Populismus nährten. So müssen wir das nennen. Diese Begegnungen kamen einer verzweifelten, ausgebeuteten Arbeiterschaft gelegen, um ihr Schicksal zu erklären. So wurden die Juden tragischerweise ins Zentrum der sozialistischen Kapitalismuskritik gestellt. 1845 veröffentlicht der sozialistische Journalist Alphonse Toussenel das Buch »Die Juden – Könige der Epoche«. Mit dem verachteten Namen des Juden bezeichne ich jeden Parasiten, der von der Arbeit seines Nächsten lebt. Einige Juden waren zum Beispiel Bankiers, nicht viele, aber es gab sie. Daher die Assoziation der Juden mit den Banken. Die wenigsten Juden waren vermögend, aber in der Vorstellung der Menschen lebte der alte Mythos wieder auf. Die Verbindung von Juden, Macht und Geld reicht zurück ins Mittelalter, als viele Juden gezwungen wurden, im Kreditgeschäft zu arbeiten. 600 Jahre später, in einem Europa im Umbruch, ist daraus ein wirtschaftlich bedingter Antisemitismus geworden. Er beruht auf dem Stereotyp des kapitalistischen Juden und der Verteufelung einer Bankiersfamilie, der Familie Rothschild. In Deutschland wird 1845 zum ersten Mal der Jude als Weltenherrscher karikiert. Eine der frühesten Darstellungen, jedenfalls die früheste, die ich finden konnte, zeigt Meyer Amschel Rothschild mit einer Weltkarte
anstelle seines Bauchs. Die Karikatur zeigt, wie er Revolutionen und Kriege schürt, indem er nach rechts und links Geld verteilt. Das zeigt sich noch heute, wo die Juden mit der Herrschaft des internationalen Kapitalismus assoziiert werden, wie die Rothschilds. Die beginnende Moderne ist auch das Zeitalter der Wissenschaft. In der Philosophie und der Politik herrscht die Idee vor, dass jede Aussage über das Individuum auf einer absoluten Wahrheit beruhen muss. In diesem Zeitgeist entwickelt der Antisemitismus eine biologistische Theorie. 1853 verfasst der französische Diplomat Arthur de Gobineau das erste Buch über die Frage der sogenannten menschlichen Rassen. Gobineau war der Erste, der einen neuen Mythos in den Vordergrund rückte, nämlich den Mythos der Arier. Er ging davon aus, dass es innerhalb der weißen Rasse eine, wie soll ich sagen, Unterart oder Unterrasse gab, die besonders perfekt war, nämlich die sogenannte arische Rasse. Für Arthur de Gobineau zählt die sogenannte schwarze Rasse zur untersten Menschenkategorie. Auch die Juden seien Angehörige einer Rasse, die sich von den anderen unterscheide. Die sogenannte semitische Rasse sei der sogenannten weißen Rasse unterlegen. Rassentheorien rechtfertigten die Nicht-Integration der Juden. Da die Tatsache, dass sie keine Christen waren, immer mehr an Bedeutung verlor, musste eine andere Erklärung gefunden werden. Der nächste clevere Schachzug hieß, vielleicht sollten die Juden gar nicht konvertieren. Denn eine andere Rasse kann ja gar nicht werden wie wir. Der rassistische Antisemitismus verdrängt den religiösen Antijudaismus, wenn auch nicht vollständig. Mitte des 19. Jahrhunderts werden die Juden in Westeuropa im Kirchenstaat von Papst Pius IX. Weiter diskriminiert. In Rom zwingt der Papst die Juden, in einem drei Jahrhunderte zuvor errichteten Ghetto zu leben. Pius IX. Verurteilte den Rationalismus und den Modernismus und setzte gegenüber den Juden die unnachgiebige Kirchenpolitik der letzten Jahrhunderte fort. Doch die Geschichte eines kleinen italienischen Jungen erschüttert die jahrhundertealte Autorität der Kirche. Edgardo Mortara, Sohn eines jüdischen Kaufmanns in Bologna, wird ohne Wissen seiner Eltern vom christlichen Dienstmädchen der Familie getauft. Ein Dominikanerpater erfährt von der Taufe. Damit Edgardo im Schoß der Kirche bleibt, beauftragt er die örtliche Polizei mit dessen Entführung. Das Kind wird in den Vatikan gebracht und unter den persönlichen Schutz von Papst Pius IX. Gestellt. Ein erbitterter Streit beginnt. Die jüdische Gemeinde von Bologna stellt sich hinter die Eltern und fordert die Freilassung des Jungen. Ohne Erfolg. Der Fall erregt großes Aufsehen, auch über die Grenzen der italienischen Staaten hinaus. Kaiser Napoleon III. Und der amerikanische Präsident Abraham Lincoln üben scharfe Kritik am Vorgehen der Kurie. Der Fall Mortara war ein Wendepunkt. Es war eine Premiere in der Geschichte des christlichen Europas, als für diesen jüdischen Jungen Partei ergriffen wurde. Die Art und Weise, wie sich die Kirche dieses Kindes bemächtigt hatte, über den Vorwand der Zwangstaufe durch ein Dienstmädchen, das ging vielen dann doch zu weit. Die allgemeine Empörung führt zur Gründung der ersten internationalen Organisation zum Schutz der Juden, der Alliance Israélite Universelle.
Europa verändert sich. Der christliche Antijudaismus kann sich nun nicht mehr offen in den Gesellschaften durchsetzen. Geschwächt durch die Mortara-Affäre und die Volksbewegung für die Einheit Italiens wird der Kirchenstaat 1870 vom Königreich Italien annektiert. Alle Juden in diesem Gebiet erhalten die Bürgerrechte. Im selben Jahr wird ihnen auch in den letzten deutschen Kleinstaaten die Gleichberechtigung gewährt. Die jüdische Emanzipation hat ganz Westeuropa erfasst. Der Emanzipationsprozess hatte aus Sicht der Antisemiten die negative Konsequenz, dass Juden in der Gesellschaft nicht mehr sichtbar waren. Sie mussten keine Erkennungszeichen mehr tragen, da sie nun Bürger waren wie alle anderen. Es ließ sich unmöglich sagen, wer Jude war und wer nicht. Und so mussten Maßnahmen ergriffen werden, um ihre Erkennbarkeit wiederherzustellen. Während es im mittelalterlichen Antijudaismus darum ging, Juden von Christen zu unterscheiden, berufen sich die Vertreter der Rassentheorien auf Pseudowissenschaften, wie die Kraniometrie oder die Anthropometrie, also auf die Vermessung von Kopf und Körper. Dadurch wollen sie angebliche Rassen definieren und hierarchisch ordnen. 1878 versucht der Brite Francis Galton, der sich selbst als Anthropologe bezeichnet, seine Rassenlehre zu beweisen. Durch das Übereinanderlegen von Negativen entstehen Bilder, die den jüdischen Typus zeigen sollen. Das Bemerkenswerte an Galtons Fotografien ist, dass sie sich gar nicht so sehr von den mittelalterlichen Darstellungen unterscheiden. Im Fokus steht das Profil, die Nase. Doch diese Merkmale sind bei Galton nicht mehr mittelalterliche Folklore. Sie untermauern vielmehr den Anspruch der Wissenschaftlichkeit und damit der Objektivität. Nachdem sie die sogenannte semitische Rasse erfunden haben, suchen die Rassentheoretiker ein Schlagwort, um sich selbst zu definieren. In Berlin prägt 1879 der deutsche Journalist Wilhelm Marr den Begriff Antisemitismus. Ein eigentlich absurder Begriff, wenn man ihn genau analysiert. Es gibt ja keinen Semitismus, also zumindest wüsste ich nicht, was Semitismus sein soll. Antisemitismus eigentlich eine Worterfindung, die wenig Sinn macht, die aber diesen Klang haben soll, wissenschaftlich zu klingen. Er wurde sofort und innerhalb kürzester Zeit in allen europäischen Sprachen übernommen. Offensichtlich befriedigte der Begriff eine Nachfrage. Im zaristischen Russland wird der Begriff erstmals 1879 verwendet, in der Tageszeitung Novoje Vremya. Zwei Jahre später gehört dieselbe Zeitung zu den ersten, die das Attentat auf Kaiser Alexander II. Den Juden anlasten, was natürlich nicht stimmte. Eine beispiellose Welle der Gewalt rollt damals über das Russische Reich, in dem 80% aller Juden der Welt leben. Sie dürfen sich nicht frei bewegen, sondern müssen in einem begrenzten Gebiet bleiben. Die meisten leben im ehemaligen Polen, das von Russland annektiert wurde. Von Odessa ausgehend beginnen die Angriffe auf Juden und ihre Häuser, die später als Pogrom bezeichnet werden und die sich im ganzen Reich ausbreiten. Pogrom bedeutet Verwüstung auf Russisch. Die Regierung rief zur Gewalt gegen Juden auf. Und als es zu Massenmorden kam, sah sie zu und unternahm nichts. 1886 erscheint in Paris ein zweibändiges antisemitisches Werk. La France Juive wird über Nacht zum Bestseller. La France Juive war ein Riesenerfolg. So etwas hatte es in Frankreich noch nie gegeben. Es wurde vielfach aufgelegt. Der Autor, Édouard Drumont, ist damals noch ein Unbekannter.
Er war ein Genie des Bösen, ein außergewöhnlicher Autor mit einer kraftvollen, bösartigen Ideologie. Drummond war die Leitfigur des Antisemitismus. Er verkörperte gewissermaßen die Negation der republikanischen Idee. Er stellte diese Gesellschaft in Frage, zu der er nicht gehörte, zu der er aber vielleicht gerne gehört hätte. Drummond war verbittert. Er hat es nicht leicht im Leben. Und wie andere nach ihm strickte er aus dieser Verbitterung eine Art schwarze Legende, die unglaublich erfolgreich war, bis zu Céline. Dieser Antisemitismus zieht sich durch die französische Geschichte von 1880-90 bis 1950-55, bis Pierre Poujade. Es sind immer dieselben Themen, mit denselben Zielen, denselben Formen der Ausgrenzung, demselben Vokabular. Juden sind Fremde, die Geldjuden, Juden sind nur zu Gast in Frankreich, sie gehören einem Volk auf der Durchreise an. Im Grunde geht es um die Ablehnung der jüdischen Integration. Drummond sagte, Frankreich ist dabei, seine Seele zu verlieren. Es wird von innen heraus zerstört. Wir haben die Bildung aufgegeben, wir opfern die nächste Generation und alles wegen der Juden. Wie konnte es so weit kommen? Und statt nach der Kette von Ursache und Wirkung zu suchen, schoben sie es auf eine Verschwörung.1894 entdeckt der französische Auslandsgeheimdienst, dass ein Verräter Informationen an die Deutschen liefere. Ein Offizier wird ohne Beweise verhaftet. Alfred Dreyfus. Édouard Drummond ist der Erste, der die Nachricht veröffentlicht. Die Beweisführung in seiner Zeitung La Libre Parole ist simpel. Dreyfus muss schuldig sein, weil er Jude ist. Über seine Zeitung nährt Drummond täglich die Verknüpfung von Verrat, Staat, Meritokratie und den Juden. Schritt für Schritt baut er diesen Fall auf, der ihm wie gerufen kommt. Es gibt einen Verräter, es gibt einen Juden im Generalstab. Das muss er sein. Für viele Zeitungen ist offen formulierter Antisemitismus ein Garant für eine breite Leserschaft geworden. Drummond hat das verstanden und hat es sich bereits in verschiedenen Publikationen zunutze gemacht. Während der Dreyfus-Affäre bringt er eine neue Zeitung auf den Markt, La Libre Parole Illustrée, die Judenkarikaturen verbreitet. Drummonds explizites Ziel war es, ein Publikum zu gewinnen, das er mit Texten nicht erreichen konnte. Die Karikatur hatte den Vorteil, dass sie leichter zugänglich war und sie erlaubte Verdichtungen und Vereinfachungen. Auch wenn er bereits in der christlichen Malerei vorkam, wurde der jüdische Typus von diesen Zeitungsillustratoren geschaffen. So zum Beispiel die semitischen Züge, die Dreyfus zugeschrieben wurden und die er gar nicht besaß. Das heutige negative Bild des Juden geht zurück auf die Illustratoren des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Während der Dreyfus-Affäre drang der Antisemitismus in jede Pore der französischen Gesellschaft. Und niemand nahm Anstoß daran. Er zeigte sich auf Spielkarten, Kinderspielzeug, im täglichen Leben. Alle Bereiche der Gesellschaft waren davon betroffen. Antisemitismus war ein rühmlicher Begriff, wie ein Aushängeschild. Antisemit war kein Schimpfwort wie heute, sondern ein Anspruch. Ich bin Antisemit. In ganz Europa führen politische Parteien antisemitisch gefärbte Kampagnen. In Wien geht der Führer der deutschnationalen Bewegung, Georg von Schönerer, mit einem Stock spazieren, dessen Knauf einen karikierten Judenkopf zeigt. Doch ein anderer antisemitischer Politiker, Karl Lueger, gewinnt 1895 die Gemeinderatswahlen in Wien.
Stefan Zweig, der Anfang des Jahrhunderts in der österreichischen Hauptstadt studiert, analysiert später den Einfluss des Bürgermeisters auf Adolf Hitler. Karl Lueger ist auch in einem anderen Sinne sein Vorbild gewesen, indem er Hitler die Handlichkeit der antisemitischen Parole lehrte, die einen Gegner optisch zeigte. Nach Luegers Wahl notiert der jüdische Journalist Theodor Herzl besorgt: Die Stimmung ist eine verzweifelte unter den Juden. Alle Mandate fielen den Antisemiten zu. Vor dem Wahllokal sah ich mir den Hass und den Zorn aus der Nähe an. Plötzlich kam Dr. Lueger auf den Platz. Neben mir sagte einer in stillem Ton: Das ist unser Führer. Da wurde ihnen klar: Seit ihrer Emanzipation waren die Juden davon ausgegangen, dass die Bürgerrechte, die ihnen gewährt worden waren, die Rechte des Volkes, wobei die Frauen damals davon ausgeschlossen waren, dass diese Rechte eine Garantie für ihre Integration seien. Und die Wahl in Wien, die Wahl von Karl Lueger, war wie ein Weckruf. Achtung, die Demokratie kann auch dazu führen, dass jemand an die Macht gelangt, der die Integration der Juden und anderer Minderheiten nicht fördern wird, sondern im Gegenteil mit der Legitimation des Volkes gegen die Juden vorgehen wird. Als Paris-Korrespondent für eine Wiener Zeitung berichtet Herzl über den Prozess und die Degradierung von Dreyfus. Wenn ein so fortschrittliches Volk diesen Weg einschlägt, was können wir dann von anderen Völkern erhoffen, die nicht mal das Niveau Frankreichs von vor 100 Jahren erreichen? Hier der Fall Lueger, dort der Fall Dreyfus. Es gab offenbar ein Problem, für das eine Lösung gefunden werden musste. Theodor Herzls Lösung heißt Zionismus. 3 Jahre nach Alfred Dreyfus' Verurteilung organisiert der Journalist in Basel den ersten zionistischen Weltkongress mit dem Ziel, eine Heimstätte des jüdischen Volkes zu gründen. Gleichzeitig wird die Dreyfus-Affäre zu einem internationalen Ereignis. Eine der ersten Wochenschauen der Geschichte entsteht während des Revisionsverfahrens. Eine Londoner Produktionsfirma schafft einen Kinetografen nach Frankreich, den Vorläufer der Filmkamera. Die Welt verfolgt gespannt das Schicksal eines jüdischen Hauptmanns. Um Unruhen und Menschenansammlungen zu vermeiden, findet der zweite Prozess fernab von Paris in Rennes statt. Frankreich, das Land der Menschenrechte, zerfällt in 2 Lager. Der Fall Dreyfus war nur in Frankreich möglich. Denn nur dort konnte ein Jude in den Generalstab der Armee aufsteigen. Das war vor den 1940er, 50er Jahren in keinem anderen Land der Welt möglich. Auch nicht in den USA oder in Großbritannien. Darin lag also die Besonderheit dieses Antisemitismus, der gleichzeitig die Werte der Französischen Revolution ablehnte. Weltweit wird die Affäre zum Schauplatz der Auseinandersetzung zwischen den Vertretern des modernen Antisemitismus und ihren Gegnern, den sogenannten Dreyfusarden. Deren Zahl wächst, als die Literaturzeitschrift L'Aurore am 13. Januar 1898 einen Text von Émile Zola abdruckt. J'accuse. Ich klage an. Es ist ein Verbrechen, das einfache Volk zu vergiften, indem man sich hinter dem schändlichen Antisemitismus verschanzt. An diesem stirbt das Frankreich der Menschenrechte, wenn es nicht davon geheilt wird. Am Tag nach Erscheinen von Zolas Manifest versammeln sich die Pariser Künstler vor dem Moulin Rouge. Es kommt zu Ausschreitungen. In der antisemitischen Mobilisierung des 19. Jahrhunderts war das in Europa einzigartig. Die antisemitischen Erscheinungsformen in Deutschland erreichten damals nie diesen Extremismus. Am 17. März 1898 schreibt ein Informant der Pariser Polizei: Es wird böse enden. Die Unruhe im Volk wächst täglich, sodass ein regelrechter Aufstand gegen die Juden zu befürchten steht.
Über das gesamte Jahr 1898 werden Polizisten verletzt, während sie jüdische Geschäfte und Gotteshäuser schützen. Doch trotz der Ausschreitungen wird in der Zeit der Dreyfus-Prozesse kein einziger Jude getötet. Es ist das einzige Beispiel, jedenfalls in dieser Zeit, und das ist den Juden aus den östlichen Ländern in Erinnerung geblieben, bei dem ein Staat seine jüdischen Einwohner verteidigt, wenn auch mit einiger Mühe. Es hat zwar gedauert, aber 1906 erklärte das Berufungsgericht Dreyfus für unschuldig. Die Nachricht von Dreyfus' Freilassung geht um die Welt. Gefeiert wird auch in den Städteln, den jüdischen Siedlungen in der Ukraine, in Litauen und Russland, in denen die Menschen von einem Leben träumen ohne willkürliche Pogrome wie dem in Chisinau 3 Jahre zuvor. Am 6. Februar 1903 berichtet eine Zeitung über den Mord an einem christlichen Kind und deutet an, Juden hätten das Kind getötet, um sein Blut zu verwenden. Die Leser wissen vermutlich nicht, dass dieser Ritualmordvorwurf auf eine Legende zurückgeht, die 2000 Jahre zuvor in Alexandria entstanden ist. Eine Legende, die im mittelalterlichen England wiederbelebt wurde und die jetzt in Chisinau das erste Pogrom des 20. Jahrhunderts auslöst. Das Pogrom von Chisinau sorgte international für Schlagzeilen. Die gesamte Weltpresse berichtete darüber. Es waren Fotografen vor Ort. Die Bilder gingen um die ganze Welt. Das Schicksal der Juden im zaristischen Russland wurde zu einem politischen Thema in den USA und anderen Ländern. Am Tag nach dem Pogrom reist der jüdische Dichter Chaim Nachman Bialik nach Chisinau und spricht dort mit Überlebenden. Später schreibt er darüber ein Gedicht auf Hebräisch. Singt mit heiserer Stimme, o bettelnde Sänger, bittet um Almosen, überall unter den hohen fremden Fenstern, wie geprügelte Hunde oder Leibeigene den Herrn. Er kritisiert die traditionelle Reaktion der jüdischen Gemeinschaft, indem er sagt, was wollt ihr jetzt tun? Der Welt euer Leid klagen, und hier benutzt ihr das jiddische Wort schnorren, und ein bisschen internationales Mitleid schnorren, wie ihr es immer getan habt? Nein. Es gibt nichts mehr zu hoffen. Wacht endlich auf und macht euch auf den Weg. Das Maß ist voll. Flieh, Mensch, flieh für immer. Dieser Teil des Gedichts war eine Art Revolution. Einer der seltenen Momente in der Geschichte der Weltliteratur, in dem ein Text Menschen dazu bewegt hat, ihre Gepflogenheiten, ihr Verhalten und ihre Überzeugungen zu ändern. Hunderttausende emigrieren aus dem Zarenreich in Länder, in denen Juden gleiche Rechte haben und nicht mehr diskriminiert werden. Sie gehen nach Frankreich, England, aber vor allem in die USA. Eine Minderheit entscheidet sich für das osmanisch besetzte Palästina, so wie Chaim Bialik. Ihr Ziel ist die Errichtung eines unabhängigen jüdischen Staats als einzig mögliche Antwort auf den Antisemitismus. Sie planen die Gründung einer Heimstätte für das jüdische Volk. Theodor Herzls Traum. Andere bleiben in Russland und ziehen sich noch mehr auf das Leben in der Gemeinschaft zurück. Sie sind davon überzeugt, dass das Heil allein in der religiösen Praxis liegt. Viele sehen das Problem im Zarentum, nicht in Russland.
Sie engagieren sich im revolutionären Widerstand. 1917, während des Ersten Weltkriegs, zerbricht das Zarenregime und die Arbeiterbewegung kommt an die Macht. Am Ende eines mehrjährigen Bürgerkriegs wird die Sowjetunion gegründet. Für die unterdrückten Juden, die vom bürgerlichen Leben ausgeschlossen waren, erwies sich die Gründung der Sowjetunion als ein unverhoffter Segen. Die UdSSR war alles, aber nicht antisemitisch. Sie hat als erstes Regime der Welt Antisemitismus unter Strafe gestellt. Es war der große Traum, aus Mischehen zwischen den Ethnien ein sowjetisches Volk zu erschaffen. Für die Juden bedeutete das eine ungeheure Befreiung und Emanzipation. Diese Generation erstickte ja förmlich in der Welt des Städtels. Hier gelang ihnen ein sehr viel schnellerer sozialer Aufstieg als beispielsweise in Frankreich, bei allem Respekt für die französische Revolution. In der Sowjetunion schafften es Juden innerhalb von 20 Jahren bis in die höchsten Staatsämter. Dass auch Juden unter den Bolschewiken sind, kommt den konterrevolutionären Strömungen gelegen. Sie schüren den Antisemitismus in der russischen Bevölkerung, um ihn für ihre Zwecke zu nutzen. Unter den Konterrevolutionären ist auch Alfred Rosenberg, trotz des Namens kein Jude. Er hat die Revolution als Student in Moskau miterlebt. Nach 2 Jahren Bürgerkrieg flieht er aus Russland. Alfred Rosenberg kam 1919 nach Deutschland. Er hatte die bolschewistische Revolution miterlebt und war entsetzt, dass in der neuen russischen Regierung auch viele Juden waren. Der berühmteste war natürlich Trotzki. Aber auch Lenin wurde als Jude diffamiert. Rosenberg sah im Bolschewismus ein Werkzeug des Judentums, so wie zuvor das Freimaurertum, ein neues politisches Werkzeug. Rosenberg speist seine Verschwörungstheorie aus einem Pamphlet, das 20 Jahre zuvor, 1903, von der Polizei des Zaren verfasst worden sein soll. Die Protokolle der Weisen von Zion. Fiktive Berichte über ein jüdisches Komplott zur Übernahme der Weltherrschaft. In Russland hat das Buch wenig Beachtung gefunden, doch in Deutschland bringt Alfred Rosenberg die Protokolle der Weisen von Zion groß heraus. Rosenberg selber beteiligt sich daran, zunächst auch mit einer Art Kommentar zu diesen Protokollen und dann mit der Verbreitung dieser Hetzschrift. Und er versucht zu zeigen, dass diese jüdische Weltverschwörung, von der diese sogenannten Protokolle berichten, dass diese jüdische Weltverschwörung eben auch im Deutschland der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg vorhanden sei. Den deutschen Nationalisten kam diese Verschwörungstheorie wie gerufen. Hier steht es schwarz auf weiß. Und Rosenberg begann, sich aus seinen Deutungen der jüngsten Geschichte eine Erklärung zu stricken für die Niederlage und Demütigung Deutschlands, für die Zerstörung der Throne der Romanows und der Habsburger. In diesem Krieg waren 3 Reiche untergegangen. Er schrieb einen langen Kommentar zu den Protokollen mit dem Tenor: Hinter all dem steckt die jüdische Weltverschwörung. Das Buch ist ein Riesenerfolg. 1920 schreibt Rosenberg: Als die Protokolle auf Deutsch erschienen, erregten sie sofort ungeheures Aufsehen. Millionen fanden in ihnen plötzlich die Deutung vieler sonst unerklärlicher Erscheinungen der Gegenwart. Seine Aktivitäten werden von der Polizei überwacht. Im Bericht eines Informanten heißt es:
Rosenberg verstärkt seine Bemühungen, die Protokolle der Weisen von Zion unter rechtsextremen Antisemiten bekannt zu machen. Und dieses Bild wurde dann sehr bald von den verschiedenen in München beheimateten rechtsradikalen Gruppierungen adoptiert, von denen eine die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei werden sollte. In München stieß er auf den deutschen Kriegsveteranen Adolf Hitler. Adolf Hitler ist damals einer von vielen rechtsradikalen Agitatoren. Infiziert von dem in Deutschland inzwischen fest verankerten Rassenantisemitismus, schreibt er über die Protokolle: An dem Tag, an dem dieses Werk zur Nachttischlektüre eines Volkes geworden ist, kann die jüdische Gefahr als gebannt betrachtet werden. 1921 wird Hitler Vorsitzender der frisch gegründeten NSDAP und zum Führer im Kampf gegen eine angeblich sowohl kapitalistische wie revolutionär-bolschewistische jüdische Bedrohung. Er nahm den ganzen biologischen, rassistischen Diskurs und verwob ihn mit der Verschwörungstheorie. Hitler erschuf im Grunde dieses monsterartige Wesen namens Jude als einen Organismus, der sich aus allen Juden zusammensetzt. Der Jude wolle um jeden Preis an die Macht, ob mit Hilfe des Bolschewismus, des Kapitalismus oder einer traditionellen Gesellschaft. Das sei dem Juden egal. Hauptsache, er komme an die Macht. Das ist natürlich eine bemerkenswerte Entwicklung in der Geschichte des Antisemitismus. Die Definition, wer ein Jude ist, ist nicht einfach. Ist es eine Nation oder eine Religion? Juden müssen nicht in Israel leben, um Jude zu sein. Sie müssen dafür nicht Hebräisch sprechen. Sie müssen nicht in einer jüdischen Gemeinde leben, noch nicht mal an Gott glauben oder religiös sein. Das bedeutet, die Definition liefern die Antisemiten selbst. Und die Juden sind ein Objekt, auf das sich alles Mögliche projizieren lässt. Um Ihnen ein Beispiel zu geben. Was bitte haben Trotzki und Rothschild gemeinsam? Sie können sich nicht mal unterhalten. Jeder hat seine eigene Weltanschauung. Doch diese Fiktion der Protokolle der Weisen von Zion beherrscht die Welt. Diese Projektion auf die Juden ist die Quelle des Antisemitismus. Anfang der 1920er Jahre ist die NSDAP noch eine Splitterpartei, eine von vielen Bewegungen, die versuchen, die junge Weimarer Republik zu destabilisieren. Es kommt zu mehreren Putschversuchen und Mordanschlägen. 1922 ist Außenminister Walter Rathenau, der erste Jude mit einem Ministeramt, Lieblingsziel antisemitischer Reden. Am Samstagvormittag, den 24. Juni 1922, wird er von rechtsextremen Aktivisten ermordet. Es folgt eine groß angelegte Polizeiaktion. Die Täter und einige ihrer Helfershelfer werden verhaftet und die meisten nationalistischen Organisationen ausgeschaltet. Das Volk verurteilt die antisemitische Tat. Nach Rathenaus Ermordung kam es in ganz Deutschland zu riesigen Demonstrationen. Mit 1 Million Demonstranten allein in Berlin. Das war beispiellos. Und es war sehr beruhigend. Zeigte es doch, dass die extreme Rechte nur eine Minderheit war, die von der Masse abgelehnt wurde. Und trotzdem darf man sich davon nicht irreleiten lassen. Natürlich gab es die Gegner des Antisemitismus. Aber es gab eine große Masse, die auch diesen Rathenau-Mord gut geheißen hat, die Mörder von Rathenau entschuldigt hat als Patrioten. Und ich glaube, das ist für mich persönlich, ist das wirklich das Entscheidende, dass bereits in den frühen 20er Jahren vor allem in Orten wie in München, aber eben auch Wien, aber auch in Berlin, das Thema Juden und Antisemitismus so präsent war, und zwar von verschiedenen Seiten beleuchtet wurde, dass man dem
eigentlich nicht ausweichen konnte, obwohl die Juden nur 1% der deutschen Bevölkerung bildeten. Überall in Europa versuchen die Menschen, sich gegen judenfeindliche Hetze zu wappnen. Der Kampf erreicht auch den Kultursektor. In Wien ist der Roman »Die Stadt ohne Juden«, eine Satire gegen den Antisemitismus, ein Verkaufsschlager. Die Geschichte wird sogar verfilmt. Darin vertreibt der Bürgermeister von Utopia, alias Wien, die Juden aus seiner Stadt. Es bricht jedoch eine Wirtschaftskrise aus und die Verantwortlichen suchen nach den üblichen Sündenböcken. Die sind aber nicht mehr da. Schließlich wird die Regierung abgesetzt und die Juden dürfen zurückkommen. Letztlich muss man dazu sagen, während es in dem Buch ein Happy End gab und in dem Film und die Juden zurückgeholt werden, gab es für den Autor, den Hugo Bettauer, kein Happy End. Er wurde schon 1925 ermordet, in Wien ermordet von einem Rechtsradikalen, also noch lange vor dem Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft. In Frankreich eskaliert der seit der Dreyfus-Affäre schwelende Konflikt. 1927 erkennt der gebürtige Russe Samuel Schwarzbart in einem Pariser Restaurant den ehemaligen ukrainischen Präsidenten Simon Petliura. Ihn macht er für die Pogrome und das Massaker an seiner Familie verantwortlich. Schwarzbart holte seinen Revolver und wartete am Ausgang. Als der Mann das Restaurant verließ, sprach er ihn an: Sind Sie Simon Petliura? Doch der Mann ging weiter. Schwarzbart folgte ihm und erschoss ihn. Bei Schwarzbarts Prozess nutzt sein Anwalt Henri Torres den Gerichtssaal für ein öffentliches Plädoyer gegen die Judenverfolgung. Henri Torres a bien voulu venir évoquer lui-même la plaidoirie qu'il fit en 1927. Je lui laisse la place. Schwarzbart avait raison quand après l'avoir abattu, il lui a dit: J'ai tué un assassin, assassin, oui! Parce que qu'est-ce que le pogrom? Le pogrom, c'est la démagogie de l'assassinat. Dans ce procès, vous allez rejoindre, je dirais non seulement la plus grande des traditions françaises, mais ce qui est mieux, l'instinct charnel, l'instinct inné de notre race. Cet instinct, il signifie que nous voulons accorder la liberté, la justice, la dignité à tous les hommes, quels qu'ils soient. Am Ende des Prozesses wird Schwarzbart freigesprochen. Die Geschichte des Antisemitismus ist untrennbar mit der des Kampfes gegen ihn verbunden. Es ist ja nicht so, dass die eine Seite Geschichte schreibt und die andere völlig passiv bleibt. Les acteurs ont été souvent écrasés. Auch wenn viele von ihnen ausgelöscht wurden, haben die Juden immer versucht, ihre Würde zu bewahren und das, was ihnen angetan wurde, zu verhindern. Nach dem Schwarzbart-Prozess gründen Zeugen der Verhandlung die LICA, die Internationale Liga gegen Antisemitismus. Die LICA wurde in Frankreich zum zentralen Organ im Kampf gegen den Antisemitismus. Sie organisierte Demonstrationen und hielt Versammlungen ab. Juden und Nichtjuden kämpften gemeinsam gegen die Verfolgung der Juden und gegen jede Form der Diskriminierung. In den 1920er Jahren wurde auch in Deutschland gegen Antisemitismus demonstriert. Wie soll man sich gegen den Antisemitismus verteidigen und wie kann man sich gegen den Antisemitismus verteidigen? Zunächst wollten sich natürlich die Juden selbst verteidigen. Bemühungen selbst auf kollektiver Ebene, dem Antisemitismus zu entgegnen.
1930 war der Antisemitismus noch unbedeutend. Bei den Wahlen 1928 holten die Nationalsozialisten lediglich 2,8%. Das Europa von 1930 war den Juden freundlich gesinnt, wenn Sie so wollen. Und schon 3 Jahre später ist es damit vorbei. Am 30. Januar 1933 kommt Hitler an die Macht. Der Philosoph Walter Benjamin verlässt Berlin mit den Worten: Zumindest kann ich gewiss sein, keinem Impuls der Panik gefolgt zu sein. Albert Einstein erklärt auf seinem Weg in die USA: Der Wahnsinn der Massen hat gesiegt. Einstein wird nie wieder deutschen Boden betreten. Der Sieg einer antisemitischen Partei in Deutschland erschütterte das jüdische Bewusstsein der ganzen Welt. Warum? Der Antisemitismus in Russland und Polen war alltäglich geworden, auch die Pogrome. Aber noch nie hatte es einen antisemitischen Staat gegeben. Noch nie war der Antisemitismus staatlich verordnet gewesen. Hier schreibt sich ein Land den Antisemitismus auf die Fahnen, ohne einen Hehl daraus zu machen. Im September 1935 findet in Nürnberg zum 5. Mal der Reichsparteitag der NSDAP statt. Um 20 Uhr kommt der Reichstag zu einer Sondersitzung zusammen. Hitler verlangt die Verabschiedung der sogenannten Rassengesetze. Die Nürnberger Gesetze waren natürlich ein entscheidender Bruch. Sehr viele Gesetze bereits gab, die Juden aus den verschiedensten Bereichen der deutschen Gesellschaft ausgrenzten, sozusagen aus der Volksgemeinschaft ausschlossen. Und nun haben die Nürnberger Gesetze diesen Ausschluss besiegelt, indem sie sie auch offiziell zu Bürgern zweiter Klasse stempelten. Die Nürnberger Rassengesetze verleihen dem Antisemitismus in Nazi-Deutschland eine vermeintliche Legitimität. Für die nichtjüdische deutsche Gesellschaft, Mehrheitsgesellschaft, bedeuteten die Nürnberger Gesetze nun auch einschneidende Veränderungen. Also jetzt konnte bestraft werden, wer zum Beispiel in einem jüdischen Haushalt arbeitete. Jetzt konnte natürlich jede sexuelle Zusammenkunft von Juden und Nichtjuden bestraft werden, nicht? Die neue antijüdische Politik der Nationalsozialisten wird von einer verstärkten Propaganda begleitet. Die Nationalsozialisten haben verschiedene Facetten von Judenfeindlichkeit aufgegriffen und miteinander vermischt. Sie gründeten ihre eigenen Denkfabriken und Forschungseinrichtungen, die sich mit Theologie befassten und zum Beispiel frühchristliche Debatten über die Juden heranzogen. Sie legten Schriften aus der Renaissance und dem alten Ägypten über die Juden neu auf. So wollten sie eine Art Denktradition herstellen und sich selbst als Fortschreiber einer sehr alten und wahren Sicht auf das Judentum behaupten. Die Nazis bedienten sich dieser alten Rhetorik. Offensichtlich kannten sie die antijüdische Kunst des Mittelalters, denn sie übernahmen sowohl das Erkennungszeichen als auch die antijüdische Karikatur aus dem Mittelalter. Und doch gibt es Unterschiede. Schon im 13. Jahrhundert müssen die Juden in Europa ein Kennzeichen tragen, einen gelben Ring. Gelb gilt damals als Farbe des Teufels. Die Nationalsozialisten übernehmen dieses Prinzip und wählen den Davidstern, der den Schild des Königs von Judäa symbolisiert, zur Stigmatisierung der Juden. Sie verwendeten Jüdisch als Schimpfwort für jede kulturelle Praxis, die sie ablehnten.
wie bei der Ausstellung Entartete Kunst. So for example, the Degenerate Art Exhibition. Im Juni 1937 lässt das Deutsche Reich tausende Werke moderner Kunst als entartet beschlagnahmen. Eine Auswahl wird in München als gefährliche Produktion jüdischer Künstler ausgestellt. Von den als entartet bezeichneten Künstlern waren weniger als 5% Juden. Die Deutschen haben vielleicht systematischer als alle anderen Judenfeindlichkeit als kritischen Diskurs verwendet und auf jeden Aspekt der modernen Gesellschaft übertragen. Jede Fakultät einer deutschen Universität konnte danach beurteilt werden, ob sie zu jüdisch war oder rein deutsch. Am 9. November 1938 inszeniert die Nazi-Führung die Reichspogromnacht. Angeblich als Rache für die Ermordung des NS-Diplomaten vom Rat in der Pariser Botschaft werden tausende jüdische Geschäfte zerstört und hunderte Synagogen in Brand gesteckt. Viele Menschen sterben. 30.000 Juden werden in Konzentrationslagern inhaftiert. Weder die Justiz noch die Armee oder die Kirche protestieren offiziell gegen diesen Gewaltausbruch. Etwas ist besonders perfide am Antisemitismus. Sämtliche Abwehrmaßnahmen funktionieren nur bis zu einem gewissen Niveau. Sobald der Antisemitismus dieses Niveau übersteigt, bricht alles zusammen. Freunde bleiben zu Hause oder wechseln die Seiten. Verstehen Sie? Und plötzlich sind die Juden allein. 1938 in Berlin. 7 Juden spazieren die Straße entlang. Da kommen ihnen 2 Deutsche entgegen. Sagt einer der Juden, lasst uns die Straßenseite wechseln. Sie sind zu zweit und wir sind allein. Was bringt einen dazu, eine Autorität anzuerkennen, die einem willkürliche Verhaltensweisen vorschreibt? Wie erklärt sich dieser, heute heißt es virale, Hass auf eine Gruppe, die in der Regel keine sehr große Bevölkerungsgruppe ist? Was passiert da? Wie wird das, was bisher das Vorrecht einiger weniger war, schließlich zum Vorrecht vieler? Freud hat sich damit auseinandergesetzt, denn dieses Phänomen verlangt eindeutig eine Erklärung. Am 4. Juni 1938, 4 Monate nach dem Anschluss Österreichs, kann Sigmund Freud aus Wien emigrieren. In seinem Londoner Exil bittet ihn der Journalist Arthur Köstler um eine Stellungnahme zum Antisemitismus der Nazis. Wissen Sie, Sie haben nur die aufgestaute Aggression in unserer Zivilisation entfesselt. Der Antisemitismus ist ein wiederkehrendes Thema bei Freud. Er hat darunter gelitten, hat damit gelebt. Er sagte, ich habe mich frühzeitig damit vertraut gemacht, von der Mehrheit geächtet zu werden. Freud zufolge hassen die Menschen vielmehr das, was ihnen ähnlich ist, als das, was ihnen fremd ist. Denn nur was mir ähnlich ist, bedroht mich. Dieses Bild von mir im Spiegel, das bin ich. Und gleichzeitig ist es ein anderer. Und dieser andere bedroht mich umso mehr, je ähnlicher er mir ist. Zwischen 1933 und 1939 gelingt der Hälfte der 600.000 deutschen Juden die Ausreise, obwohl die westlichen Länder sie nur zögernd aufnehmen. Schiffe irren über die Meere, manchmal ohne einen sicheren Hafen zu finden. Die Passagiere der St. Louis, die weder in Kuba noch in den USA an Land gehen dürfen, erlangen traurige Berühmtheit. Sie sind gezwungen, nach Europa zurückzukehren. In May
Im Mai 1938 lebten etwa 252.000 Juden in Deutschland und vielleicht 150.000 in Österreich. Das waren 400.000 Juden, die alle irgendwie weg wollten. Und das Regime wollte, dass sie gehen. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Mit Kriegsausbruch und dem Vormarsch der Wehrmacht in Europa und Nordafrika werden die Juden erfasst und enteignet. Schon bald nimmt der Plan, sie zu ermorden, Gestalt an. Alle, ohne Ausnahme, Kinder wie Greise. Nicht nur im Reichsgebiet, sondern in ganz Europa. Innerhalb von 6 Jahren wurde ein Drittel unseres Volkes ausgelöscht. 6 Millionen Juden. Nicht aus ideologischen oder religiösen Gründen, nicht aus territorialen oder aus wirtschaftlichen Interessen. In ihren Augen waren wir Mikroben, die es auszurotten galt. Hitler hat die lebenden Quellen des europäischen Judentums systematisch umgebracht. Jetzt ist es eine tote Welt. Traurig, aber wahr.